Hallo und herzlich willkommen zu der letzten Aufnahme von Gags und das am 24.07.2019. Ja, ich spiele jetzt hier an dieser Stelle weiter und wir sind in Rätsopolis stehen geblieben, dass die letzte Station dieses Spiels weitergeht. So, mal eingesammelt. Und jetzt gehen wir erstmal ins Ziel, wenn wir es finden. Irgendwie finde ich den Ton einfach zu leise. Einen Moment. Machen wir mal auf. Das reicht. Alter. Ja, ich wollte heute mal ein bisschen das für Gags zu Ende bringen. Aber das würde ich zumindest jetzt mal vor. Bevor wir dann irgendwann mal Teil 2 spielen von Gags, kommt aber erstmal danach was anderes. Werde ich auch noch nicht sagen. So, jetzt führe mich bitte ins Ziel. Genau wo ich hin wollte. Au. Warum werde ich denn jetzt da jetzt getötet? Toll. Red's Night Forever. Die Fernbedienung war die ganze Zeit hier, das ist so dumm. Dass ich die einfach nicht gesehen habe. Geil. Oh, was ist das denn für eine Rotze? So, umdrehen und rein da. Ich werde auch immer getroffen von irgendwas. Das ist schon widerlich. Ich hoffe, wir kommen bitte jetzt mal an die Stelle, wo ich hin bin. Das ist nämlich insane. Und... Nein! Ja, noch heiter werden, ich müsste es geschafft haben. Ja, wenn wir uns endlich mal dem nächsten Level widmen wollen. Ja, das war jetzt wirklich Pech. Ja, ist halt auf jeden Fall die letzte Aufnahme. Ich müsste das Spiel heute schaffen. Das war's. Das Level mochte ich nicht, muss ich ehrlich gestehen, weil das war ein nerviges und langwieriges Level. Aber komm, wir bringen das jetzt zu Ende. So, was krieg ich denn jetzt für ein Level? Ah! Next, please. On the movie. Aha. Sieht auch schon mal vielversprechend aus. Ich glaube, wir sind schon an der Grenze der Fernsehwelt. Gags war ja auch immer so ein Spiel, wo man in einer Fernsehwelt, sagen wir mal, aufgewacht ist. Er wurde ja halt sozusagen quasi da reingezogen von Retz. Und wir müssen halt aus der Fernsehwelt entkommen, indem wir ihn besiegen. Hey, where's Jane Fonda? The great, ich finde hier die Fernbedienung. Das wäre nämlich noch besser. This is the worst health club I have ever been to. Jane, stop this crazy thing! This is the worst health club I have ever been to. Jane, stop this crazy thing! So, wo muss ich jetzt hin? I'll take this, and this, and this. Hey, where's Jane Fonda? Hey, reruns of Rhoda! Ja, ich freue mich schon, wenn wir irgendwann mal Gags 2 Let's Play. Hier Gags 2 Enter the Gecko. Ja, das wird auch hey, irgendwann voll. Nicht jetzt, aber irgendwann habe ich das schon mal vor. Ja, nach diesem Teil möchte ich auch mal was spielen, wo auch schon viele danach gefragt haben, ob ich das machen soll, und es wird jetzt auch kommen.
wenn es funktioniert. Weil ich hätte davon halt leider nicht die deutsche Version spielen können, weil die es einfach nicht gibt als ROM und ja, ich müsste sonst womöglich aus meinem eigenen Geld bezahlen, noch habe ich dann ehrlich gesagt keine Lust. Und deswegen, ja, werde ich die englische Version als ROM davon nehmen, weil da werde ich dann als kleiner Tipp schon mal fürs nächste Projekt 200%. Mehr sage ich nicht. Das ist nämlich das nächste, was ich in dem nächsten LP anstreben möchte. Ja, das ist der Plan. That's my look. Checkpoint. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Cool. Ich denke mal, dieses LP hier wird so schätzungsweise 13, 14 Parts haben. Das reicht für Gex 1. Dann wird Gex 2 vermutlich ein bisschen mehr haben. Ja, für diese Kackblase, was auch immer das ist, gekocht zu werden, ist schon nicht unangenehm. Geil. So, jetzt muss ich mir überlegen. Alter, warum lässt mich denn man da treffen? Ja, 100% completed heißt einfach für mich, dass ich nicht jetzt diese Bonus-Vermittlung hole, sondern einfach nur diese Hauptdinger. So, und jetzt müssen wir hier vorsichtig sein. Vorsichtig, ja. Du sollst nicht da ranlaufen und dann, dass sie dann vor dir platzt. So geht's. Schon echt nicht einfach hier. Da habe ich ja Heilung gesehen. Ja, halt nicht. Ja, ich bin so doof. Ich bin auch so doof. Ohne Scheiß. Das nimmt man natürlich mit. Mit? Boah, Gex, du dummer Gecko, du. Leck mich doch mal fett. Ich hole mal jetzt den Checkpoint. Egal, ich hab den Checkpoint. Das ist das Wichtigste. Na, ich spiele das Spiel jetzt auf jeden Fall mit fertig und werde das auch dann fertig hochladen und dann ist das okay. Okay, das ist schon... das ist schon gefährlich, ja. Weil ich die Energie haben will. Mann, Alter. Wie dumm stelle ich mich denn hier an? Ja,
Er springt einfach nicht richtig. Jetzt mach das. Du bist ein tougher Smart, hallo? Ja, das war mein Verhängnis. Ich bin noch nicht so lange wach. Ein bisschen so eine Stunde. Stunde zwei. Es war so klar. Habe ich da mal einmal lang durch gleich getroffen. Ja, oder der springt nicht richtig. Alles so fehlerhafte Steuerungselemente. Na, ist klar. Wie soll man das denn so schaffen? Da könnte ich ja Tomb Raider 3 als Beispiel nehmen, was ich auch irgendwann mal Let's Playen möchte. Hier ist ein Geheimnis. Ein Bonusspiel. It's bonus time! Was? So. Ach, die soll ich kaputt machen. Okay. Schnell. I'm working hard but not getting anywhere. Great, I found a health club in the belly of hell. Das schaffe ich doch niemals. Nee. Aber nicht so schlimm. Wichtig ist mir ja nur, wenn ich die Fernung öffne. Mit. Oder sehe ich das gerade richtig? Das kann nichts werden. Warte. Ja, so kann das echt nichts werden. Nee. Ja, wie soll man diesen weiten Sprung bitte mal schaffen? Nee. Der hängt sich da genau dran, was soll der doch nicht? Ja, das ist so dumm. Wer hat sich denn bitte diesen Mist ausgedacht? Ich finde eine Lösung. Ja, so. So, alles klar. Oh, Checkpoint. Dankeschön. So, jetzt ist die Frage, wo ist jetzt die Fernbedienung? Ja, bin ich da. Nee. Ja,
das war ein Fehler. Das hab ich schon eingesehen. Leck mich. Schnell on the movie bitte mal schaffen, das wäre super, weil danach geht's gegen den Endboss. Wo ich auch noch nicht weiß, wie man den besiegt. Ah, ich glaube, ich weiß. Ja, genau. Ich glaube, ich weiß, wie ich diese Stelle meistere. Ja. Gar nicht so schwierig, wie es aussieht. Und zwar, man muss da halt so einen Doppelsprung. Ja, Ding. Ist gar nicht so leicht, das zu teilen. Ab diesem Moment. Da ist es schon. Hammer. Das kann nicht sein, ey. Ich will es schaffen, verdammt, die Axt. Ja, das hat ja auch sowas von getroffen, echt. Okay, das wird eine Herausforderung. Ja, wenn es mir mal gelingt. Och man, dann halt nicht. Nee, das kann ich ja. Ja, so auch nicht. Oh, fuck. Ja, wie will ich das? Ja, jetzt bin ich doch viel zu langsam. Kann jetzt bitte nochmal Ziel kommen? Das wäre so super. Und es geht weiter. Natürlich. Ziel. Oh, herrlich. Was für ein Level.